Was geht ab, Freunde? Heute gibt es eine ganz besondere Oldschool-Reaction und zwar heute auf keinen Song, sondern auf das Interview von Moneyboy bei Choice TV, das legendäre Interview, Freunde. Jeder sollte das kennen. Wer das nicht kennt, der hat absolut komplett was verpasst, Freunde, in der ganzen Musikgeschichte, Hip-Hop-Geschichte, Interview-Geschichte, wie auch immer. Und ich habe mir gedacht, das Ding ist, ne, 6 Jahre alt. Und ich habe mir gedacht, 6 Jahre später schauen wir uns das nochmal zusammen an. Es ist bestimmt schon 2 Jahre oder so her, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Ich will auch gar nicht wissen, wie oft ich das in meinem ganzen Leben angeschaut habe. Bestimmt irgendwie 10, 20 Mal oder so und es ist einfach jedes Mal nochmal aufs Neue einfach lustig, Freunde. Deswegen würde ich sagen, wir starten rein hier in diese Interview-Reaction. Let's go. Ganz kurz noch wichtig, wir reagieren hier nur auf die Highlights. Also das Best-of von dem Interview geht 18 Minuten und die Highlights, wahrscheinlich dann die Highlights von dem Best-of, die gehen 5 Minuten ungefähr. Ja, und ich dachte mir so, ey, wir wollen das jetzt nicht zu lange halten. Wenn ihr jetzt Bock habt und dieses Video komplett gut ankommt und jeder irgendwie sich das wünscht, wir können gerne auch nochmal auf das lange Ding reagieren, aber ja, für den Anfang erstmal das hier. Herzlich willkommen hier an diesem Dienstag im Hallo. Living Room. Ich habe diese Woche ein Blind Date. Sag mal was. Burr. Steige aus dem Bett. Boah, Digga, dieser Song von Moneyboy ist auch legendär, ja, das ist das erste Musikvideo gewesen, das erste Mal überhaupt, dass ich was von ihm gehört hatte damals, das weiß ich noch genau, als wäre es gestern gewesen im Musikunterricht, wir hatten so, das kennt ihr bestimmt auch, ne, man darf sich immer so ein paar Songs wünschen, die man anhört, am besten auch noch nachsingen muss, dann in der nächsten Stunde, wenn die Lehrerin die Noten mitbringt, wahrscheinlich da eher schlecht gewesen damals, aber da haben wir das auf jeden Fall angeschaut, dieses Musikvideo. Eigentlich müsste ich schauen, ob es das noch auf YouTube gibt und das ist so legendär, wir müssen eigentlich darauf auch reagieren, ja. Also ich habe gerade so auf meinem Kanal für die Leute, die vielleicht neu sind oder so, so eine Serie, wir schauen uns einfach alte Songs, alte Sachen an, irgendwie die schon 5, 6 Jahre alt sind, manche sind auch ein bisschen neuer noch, aber die schon ewig lange gefühlt her sind und an die man sich nicht mehr so erinnern kann und schauen da einfach nochmal so ein bisschen rein, hören uns das nochmal an und eigentlich würde das ja auch perfekt passen. Wir müssen das machen eigentlich. Oder schreibt's in die Kommentare. Weiter geht's. Hier ist dein Herzblatt. Moneyboy ist dein Name. By the way, ne, ich glaube, hier hinten, boah, hat man das gelesen hier? Hashtag Schock. Ich glaube, das trifft's gut, weil ich glaube, die Moderatorin hatte gar keine Ahnung, wer Moneyboy eigentlich ist. Also, es gibt ja noch mehr Interviews, die können wir auch gerne anschauen, ne? Ich weiß nicht, ob die jetzt nach oder vor dem Interview waren, aber wenn die davor schon waren, hat die sich die bestimmt nicht angeschaut. Also die wusste, glaube ich, überhaupt nicht, was auf die zukommt, wer Moneyboy ist, was er für Musik macht oder so. Ich glaube, die wusste einfach gar nichts von dem. Wirklich, das war wirklich ein komplett Blind Date, das sagt's auch schon, aber normalerweise irgendwie so wissen die doch immer safe, wer das ist, oder? Und die wusste das, glaube ich, überhaupt nicht. Ein Herzblatt! Moneyboy ist dein Name, wie heißt du richtig? Mr. Moneyboy. Moneyboy ist dein Name, wie heißt du richtig? Mr. Moneyboy. Und jetzt kommen die ganzen AKAs, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. AKA Lil Young, AKA MB. Lil Young, ey, alleine nur darauf zu kommen, diese zwei Sachen zu kombinieren, die sonst immer vor irgendwelchen Namen stehen. Easy Pineapple the Fruit Dude, Gucci und Prada, ich kauf dir Gucci und Prada, ist auch so ein Hit von mir. Ich kauf dir Gucci und Prada. Ey, diese alten Moneyboy-Songs, ne, die sind einfach legendär. Bei mir war immer so Profi-Sportler oder Rapper und dann, jetzt bin ich Rapper und so, aber davor war ich Profi-Basketballspieler. Da wird man nur krank und und trinkt zu viel und ja. Steckt sich irgendwie mit, weiß ich was, an. AIDS oder so. Nein, also, das jetzt nicht. Nein, ja, also, jetzt. Ich bin ja auch ein sehr guter Koch, ich bringe ja auch ein Kochbuch raus, demnächst, und so ein Trainingsprogramm und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob er das komplett, also ob das auch gar nicht ernst gemeint war, wie der Rest so mehr oder weniger, aber hat er ein Kochbuch rausgebracht? Weil ich weiß ja, er kocht ja gerne und so, ne? Er hat da ja auch so ein paar so Videos gehabt irgendwie, wo er so Restaurants irgendwie getestet hat und irgendwas gekocht hat und so. Ich weiß aber nicht, hat er wirklich mal ein Kochbuch rausgebracht? Also könnte eigentlich gut sein. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich vorher gesagt habe, ein Profisportler. Davor war ich Profi-Basketballspieler. Ja, mein Album ist jetzt aktuell draußen, das heißt Hi-Tune. Und wie das Name schon sagt, Hi-Tune. Ey, okay, die Cuts, die sind schon echt sehr sprunghaft. Also komplett so zack, zack, Digga. Okay. Tunes, das war noch so von meiner Phase, wo ich ein bisschen mehr High-Tunes, so ein bisschen vielleicht zum Drogen beeinflusst war und so, aber wie gesagt, so man entwickelt sich weiter, jetzt bin ich mehr so auf dem, so ein bisschen wieder zurückkommen in Shape und so, aber das Album selber repräsentiert halt Turn-Up, Party, Drogen, MDMA. Ich schwöre, ne, jetzt kommen wirklich die besten Stellen, also
ab dem Moment, da war es vorbei. Heroin, Kokain, Alkohol. Auf jeden Fall behaglich. Auf jeden Fall finde ich, bei Partys und so ist auf jeden Fall etwas sehr Nices. Nein. Was natürlich auch den allen Leuten, die diese... Ich weiß gar nicht, warte mal, war das ein Livestream damals? Weil da auch Leute, was also so Kommentare und so das sind, war das live, dieses Interview irgendwie? Wurde das gestreamt? Gab es damals Streaming eigentlich schon? Ich weiß es gar nicht. Was natürlich auch den allen Leuten, die Sendung sehen, zu empfehlen ist halt, wenn... Man muss sich das mal vor Augen halten, ne? Choice, also für die Leute, die das nicht wissen. Ich wusste das vorher auch nicht, aber das sagt ihr auch gleich nochmal. Das ist halt ein Jugendsender, ja? Also das schauen hauptsächlich Jugendliche an. Und natürlich ist das von Moneyboy an sich nicht wirklich ernst gemeint. Also das ist eine Kunstfigur einfach, wie gefühlt viele andere Rapper und so auch. Also es gibt da schon einen Unterschied zwischen dem Privaten und dem Künstler Moneyboy, ja? Und es war schon schwer erkennbar, das muss man schon auch sagen, aber es sollte einem schon klar sein, dass er das nicht so ernst meint, ne? Und sie hat das halt komplett ernst genommen. Natürlich, viele Leute, die das sehen, die nehmen das auch ernst. Also klar, das ist eh logisch. Wenn die upturnen wollen. Nein. Sorry. Nein. Und er auch so richtig verwirrt, hä, was habe ich jetzt falsch gesagt? Was? Nein, gar nicht. Ne, ich meine jetzt partymäßig. Nein. Also, hast du jetzt wirklich gerade gesagt, du kannst es den Leuten draußen empfehlen, wenn sie partymäßig so ein Vollgas geben wollen, zu Drogen zu greifen? Mein lieber Scheu, sicher nicht. Nö. Was? Also das finde ich jetzt gar nicht gut. Dieses, was? So, Digga, voll so, er hat gar keine Ahnung, so, was habe ich denn jetzt Falsches gesagt? So. Aber ich merke schon, du bist jedem sein Ding. Ja, auf jeden Fall jedem in Berlin sein Ding. Hier so. Nein. Berlin was ist das? Nochmal das dritte Mal versuchen, das Ganze zu rechtfertigen in Berlin, da muss das natürlich sein. Ja, nie, hallo? Also. Wir sind hier ein Jugendsender, du kannst doch hier nicht im Fernsehen sagen, dass sie das machen sollen. Nee, auf keinen Fall. Das sollen die auf keinen Fall jetzt machen. Auch beim ersten Date? Ich habe nur einen Joke gemacht. Jetzt kommt auch so eine nice Stelle. Fall. Das war nicht witzig. Ja, wie ich jetzt gesagt habe, dass es nicht so zu empfehlen ist, habe ich einen Joke gemacht. Ich schwöre, ne, damit hat er die komplett einfach auseinandergenommen, ey. Man muss da erstmal drauf kommen, ne? Wirklich, dieser Typ, der Typ ist einfach wirklich... Ich weiß nicht, wie man ihn beschreiben soll. Ach. Das war nicht witzig. Aber ich sehe da einen ziemlich fetten Iceberg. Yo, es ist Money Boy. Jetzt kommt der legendäre Freestyle. Bei Joyce TV, der Boy, der G, sick wie Leukämie. Und ich stecke jetzt mit AIDS diese Hater an und bin am Ballen, ähnlich so wie ein Laker, Mann. Check das aus, ich sipp die Coke mit dem Jim Beam Getränk. Und das Coke ist im Wasser wie ein Swim-Team, du Penner. Tschüss. Okay, ey, ich weiß auch genau, was jetzt kommt, ja. Ich spoil das jetzt mal nicht, aber die Stelle ist auch geil. Das ist auch typisch Moneyboy. Das würde nur er machen. Ein paar Dinge findet, die nicht ins Fernsehen gehören. Dieser Boy ist ein Player. Ich bin ready. Keine Pepsi, Baby. Hä? Warte mal, wo kommt denn die Stelle? Der Typ hat aber noch was zu erzählen. Ja, okay, es kommt dann am Ende. Du bist sexy, Cola mit Eis. Das war nicht witzig. Wow. Oh, alle, okay. Die jetzt Joyce TV schauen, raucht jetzt eine Crackpipe. Nee, bitte nicht in der Sendung rauchen. Ach so. Nee, das ist nur so Katzenminze. Nee, mach nicht wieder alles. Katzenminze, Digga. Dieser Typ, kaputt. Mann. Kaputt, nee, besser nicht. Nee, ich hab's... Okay. Vielen lieben Dank. Aber daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Also da mit dem Rauchen und Katzenminze, das muss ich nicht mehr. Kein Problem, Dankeschön. Keine Rauchentwicklung. Auch wie er redet, ne? Die ist komplett überfordert. So, die denkt sich auch nur, ey, was soll ich machen? So, das ist ja komplett unangenehm. Die muss das ja irgendwie versuchen zu retten, so, weil Moneyboy, der haut halt einfach raus. So, aber sie muss das erstmal irgendwie wieder versuchen, gerade zu biegen für ihn. Wisst ihr, was ich meine? Das versuchen wir zu vermeiden, auf jeden Fall, definitiv. Ja, sehr gut. Jetzt bin ich so auf jeden Fall am Trainieren und so für die nächste Beziehung. Du würdest deine Freundin mit deinen Kumpels teilen. Sexuell. Ja. Also so, ne, sie darf mal mit deinem Kumpel, mit Kumpel 1, 2, 3 und 4, aber sie gehört dir. Ja, gehört, du stell, so sollte man es nicht darstellen. Aber sie ist deine Freundin, also geliebt, also die Liebe. Ja, ja. Und aber wenn sie da auch darauf Bock hat, natürlich. Meine Homies sind meine Homies und ich versuche mit ihnen zu tanzen. Ich schwöre, ne, bei diesem Bett alleine, ich will mir nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wirklich 90% der Mädchen haben genau dieses Bett. Genau dieses Gitterbett. Am besten hinten noch so Lichterketten oder so hängen.
Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das auch kennt. Auch darauf Bock hat, natürlich. Meine Homies sind meine Homies und ich versuche mit ihnen zu teilen. Ich komm mit der Gun, bang, 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 bang. Schieße dir vom Kopf deine Ray-Ban. Ich habe vorhin auch gesehen, dass der Kollege Moneyboy jetzt unten auf dem Hof an unser Gebäude gepinkelt hat. Hast du das gemacht? No. Oh, Jesus Christ. Der Typ, ey, ich schwöre, es ist dieses Interview, Digga, es ist zu wild einfach. Okay. Hast du die Hände gewaschen? Hey, der Boy ist immer crispy clean. Jesus. Das wird hier nichts mehr wieder. Aber hey, schönen Abend, danke fürs Einschalten. Ein Mann an diesem Boy, ich bin Raymond. Du bist dies mit dem Boy, kein Problem, Mann. Oh, Digga. Ey, weil ich das gerade sehe, ne? Ich hoffe, das Video ist nicht geclaimed oder so und wird nicht gesperrt, weil ich weiß nicht, da hat wahrscheinlich noch niemals jemand drauf reagiert, so. Und wenn das jetzt Copyright geclaimed wäre, dann hoffe ich, dass dieses Video irgendwie online kommen wird, weil sonst, Digga, das wäre echt schade, Mann. Ich schwöre, das ist einfach dieses Interview, das ist einfach Unterhaltung pur, Freunde. Das war's mit dem Video. Check gerne die anderen Folgen ab, wo wir irgendwelche Songs angehört haben. Ich weiß noch nicht genau, wann, in welcher Reihenfolge das irgendwie online kommt, Freunde. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.